Und Und ich hast habe das diesmal nicht Spiel. so einen guten Verein, du hast nur einen, ne? Wahrscheinlich mittelmäßigen Zweitligaverein, ne? Nee, ist schon erste Liga-Verein eigentlich. Du bist Zweite. Ne? Erste Liga ist England, ist das, ne? Englische Mannschaft. Das ist der EFL Championship, das ist zweite Liga in England. Ja, England ist sowieso krass, ne? Mit Fußball. Ja, aber es bin manchmal mittelmäßiger zweiter Liga-Verein. Aber so wie die eben verteilt haben, wirkt das so, als wenn die jetzt nur so weit oben in der Tabelle, weil du ganz viel sie hochschießt. Ne? Ne? Weil erste Liga in England ist ja Premier League. Ne? Und EFL Championship ist die da drunter. Ne? Und gerade hast du den Pokal gespielt, wo du halt auch gegen Premier League-Vereine spielen könntest. Ne? Und werde. Wahrscheinlich schon. In den Ich möchte die weiteren Champions Runden. League gewinnen, aber warum kriege ich von so einem Lasten-Dings eine Das Ding? meine ich ja, es ist so broken, weil die Transfers schon seit Jahren und FIFA verwackt sind. Könntest du normal transferieren, könntest du mit deinen Werten locker zu PSG oder Real Madrid Auf oder so ihn sollten transferiert heute werden. besonders achten. Ne? Er hat natürlich jetzt schon so ein wenig den Tore-Rekord der Liga im Visier. Na, bei der Anzahl von Treffern, bei dieser Treffsicherheit. Und er hat ja auch eine unfassbare Konstanz. Kein Durchhänger in Sicht, das ist unfassbar. Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Ah, war knapp. Du bist schon wieder mal dabei, den Torrekord der Liga aufzustellen, ne? Ne? Ja. Dennis Favre. Oder auf Die Gastgeber wollen Amateurstellen? uns heute echten Nein. Sonderfußball bieten. Schaffst du doch Und das so. haben sie drauf, das Du können bist sie. ja so Das schon Spiel auf ist ihnen Rekordtempo mit deinen 11 gemacht, damit Toren wir und mal wieder 7 erfolgen. Spielen. Ne? Das Ja, könnte womit die ich Liga unzufrieden gewinnen. bin. Du bist unzufrieden damit, Zum aber die haben zweiten eben Mal schon in gesagt, du bist Folge. wieder auf Rekordjagd. Ne? Ja, Mit einer Konstanz. Ne? aber ich bin so einer, ich gebe nicht 100%, ich versuche immer 110% zu geben, wenn ich. Ja, ist ja auch alles gut. Und ich verstehe auch, dass du sagst, du hast sonst noch mehr, aber selbst mit dieser Klasse Leistung, Pässe auf Seiten von Burley. ne, die im Vergleich zu deinen anderen Saisons noch nicht so gut ist, bist du schon wieder auf Rekordjagd, ne? Da trennt er ihn fair vom Ball. Natürlich in FIFA-Karriere so eine Leistung zu bringen, easy, aber ne? Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Ja, sieht er auch, weil Nach da der steht, sei Karte müssen wir vorsichtig. zurückhalten. Ja, Dampf rausnehmen in Ne? den Zweikämpfen. Er will den Ball, verlässt seine angestammte Position. Das könnte was werden jetzt. Ja, mit viel Übersicht. Ah, das war knapp. Oh, ich dachte, der geht Schade. rein. So Ja. auf mittlere Höhe des Tores. Aber der ist zu weit rechts gegangen. Aber wäre reingegangen, glaube ich, sonst. Ja, aber der ist zu weit nach rechts gezogen. Aber alles Gute sind, dass die ersten 20 Minuten des Spiels, da hast du noch genug Chancen. Ne? Joe Rawls. Vor allem ich, und ich verwandle ja auch viele Chancen. Ja, darum ging es ja gerade in dem Ja, mit Anfangsdialog, viel ne? Übersicht. Super dazwischen Dass du ja gehalten. einfach treffsicher bist und das immer einfach, ne? Decilio. Triffst du im Durchschnitt eigentlich in jedem Spiel mindestens einmal, ne? Was macht er draus? Und damit ist der Ball weg. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Sieht gut aus, was sie da machen. Und der 1000 letzte Kurzpässe Zug hast zum du schon Tor fehlt gemacht, noch einen meine Moment, Güte. aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Da schießt er! Da ist er Oh! aufgelaufen. Gut vom Torwart. Ey, das war auch ein Pass durch die Das könnte kleinste vielleicht genau Lücke, in weißt du diese das? Richtung Siehst du gehen. das? Ja. Bob! Und der hat noch versucht zu schießen, aber Torwart war dran. Ecke kommt in die Mitte. Ganz wichtig, da muss er hin.
Sean Morrison. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Ich habe so vermisst diesen Spruch. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen, gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Ich dachte schon, dachte ich auch so ein bisschen. Weil du spielst den Torwart, denke ich mal. Also, bis der gerade bei Aktionen gemacht hat. Das will ich, der will jetzt loslaufen und ein Tor schießen. Ja? Ach, wir sind eh so gut. Lauf ich mal raus. Wird schon schief gehen irgendwie. Gutes Anspiel. Also, als ein KI-Torwart so aktiv spielt, habe ich echt, glaube ich, noch nie gesehen, ne? Super, wie sie da oft machen die ja bloß, wenn die den Ball bekommen, schießen sie den mal weg. Ne? Aber der hat ja richtiges Passspiel mit dem Mitspieler gemacht. Ne? Jetzt wird's gefährlich. Oh Mann, ich dachte, der passt nicht. So, wir gehen kurz ab ins Studio. Es gab nämlich. Ja, außer jetzt fällt ein Tor, oder nicht? Ja, wir haben hier das erste Tor für Bournemouth. Neuer Spielstand damit 1:0. 38 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für die Info. Es ist weiter enorm eng hier. 0:0. Auch beim Ballbesitz hat keiner echte Vorteile. Das ist so ein Spiel, wo vielleicht die eine Einzelaktion am Ende für die Entscheidung sorgt. Jetzt haben wir mal wieder. Als wenn das. Ja, 0:0. Ballbesitz vielleicht ungefähr gleich. Aber meiner Meinung nach immer noch der Beste, der die besten Chancen macht, im Bach Leon Koch. Geht und hat den Ball. Also wie ich das sehe, hast du immer die besseren Chancen. Ne? Im Gegensatz zur Gegnermannschaft. Und das wird das auch entscheidende am Ende sein. Ne? Jetzt könnt er flanken. Dann soll er es auch mal tun. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. The fourth official has indicated there will be wird das jetzt gefährlich? Holt sich den Ball im eigenen 16er. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Steht unentschieden. Also ich hätte ja, ja, bist du weit rausgelaufen, deswegen greift er jetzt ab. Die 5 Minuten. Ja, okay. Tut mir leid. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Wird gerade zurückziehen. Mir leite ich ein bisschen Spieler, dass bisher nicht zum Tor gekommen ist, ne? Ich meine, so tut mir leid, dass ich einfach mal ein Spiel mache und es bisher nicht zum Tor gekommen ist. Ne? Jetzt der Vorstoß. Digga, er macht einfach seinen Fuß vor meinen Fuß schön und. Dazwischengegangen, Ballverlust. Real hat ja vermeldet, dass man einen Transfer einfädeln konnte und das dürfte wirklich sowas wie ein Wund. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, das dürfte wirklich ein was für eine ein Wunschparade sein, ne? Der Wechsel von der Transfer zu Real, ne? Das war eine Wunschparade. Mit einem Hechtsprung ist er zu Real gewechselt. Der Packwetter, ne? Oder wie der auch immer ausgesprochen wird. Er steht im Abseits, gut gesehen. Das war niemals Abseits, Bro. Anscheinend ja schon. Weiß zwar auch nicht, wie es abseits war, aber okay. Ne? Ich muss mir das nochmal angucken. Da? Hä? Ich weiß es halt auch nicht. Dieser bis so ein Spieler umringt, wie soll das abseits sein? Ne? Verstehe ich so. Auch nicht ganz. Ne? Der Ballverlust. Ja, aber ich habe da jetzt auch nicht so die Ahnung. Also anscheinend war das ja abseits. Auch das war wieder ein exzellentes. Das war wie bei Benzema. Real Madrid gegen Liverpool. Hm. So mit dem Hacken so wieder. Ja, also irgendwie, da standen zwei direkt hinter dir, die den Ball ab hätten nehmen können. Also wie das abseits ist, keine Ahnung, ne? Ja, da machen sie es ihm zu leicht. Ne? Die Chance haben sie verschenkt. Bamba.
Klasse Pässe auf Seiten von Burley. Bamba macht Bam Bam und Tor drin. Sieht gefährlich aus. Gute Aktion. Was? Ich habe keine rote Karte. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht. Und auch kein rotes Auto. Nee, da waren sie einfach zu langsam. War eigentlich eine gute Konterchance, aber jetzt ist die Abwehr wieder zur Stelle. Bamba. Wieder Bam, Bam. Nicht das erste Mal heute. Guter Vorstoß da jetzt. Klasse Einsatz. Faires Tackling. Ich komme da nicht ran, ne? Nee. Setzt sich da schön durch. Wader. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Solanki. Der Ball geht an den Pfosten. Das ist sauer gewesen, ne? Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Oh, zum Glück. Ja, der Druck weg. Ein Tor. Junge. Lang, lang hat's gedauert und vielleicht verändert das ja dieses Spiel. Auf jeden Fall. Der Druck weg. Ja, und die drei Punkte erstmal safe, ne? Das ist wichtig, ne? Sean Morrison. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Wollen wir später auch noch ein, zwei Games gegeneinander spielen? Und das Spiel ist ausgegangen. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden. Nein, doch, nee. Nee, so nicht. Hä? Leckt. Nö, das Streamlab spielt wieder. Your Stats for your Stream und 7.6. Und das Stream läuft. Ja, könnte was werden. Dachte ich erst kurz, aber nee. Ey! Das ist ja auch mal an. Ne? Sie kommen über den Flügel. Ein paar deutschen Spiele. Der Ball kommt wieder zurück. Sie kommen. Können die Deutschland-Spiele spielen? Ja, Ungarn und Italien noch, ne? Ne? Könnten wir spielen. Ungarn, Deutschland und Italien, Deutschland. Deutschland, Italien, so rum. Italien, Deutschland war ja schon. Ne? Da muss er aufpassen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Schade. Bitte durch, wäre es gefährlich geworden, nochmal richtig. Ich glaube nicht, also ich hoffe es nicht. Na, no, glaube ich auch nicht. Ich meine, was es war wieder ein Essayen. Schwieriges Spiel, weil die Mauer gespielt haben wieder, aber die hatten noch keine richtige Chance. Auch bei Weltklasse zu bleiben, Mama. Ja, wird so. Aber ist doch gut, wenn es wieder ein bisschen Herausforderung ist, ne? Alles andere ist noch langweilig. Ne? So lenky. Gutes Tackling. Joe Rawls. Jetzt ist gefährlich. Da ist die Flanke. Oh, das sah so gefährlich aus. Wenn Spiele ein bisschen ergebnisarmer sind oder mal ein, zwei Spiele verlieren, als dass es einfach nur langweilig ist, weil du immer 10 Tore schießt. Na? Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Eine Minute noch. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Macht er gut. Gefährlich! Klasse Pass! Ist das hier die Entscheidung? Da ist der Ball! Ja. Alter! Ist das krass! Jota mal wieder.
Da kommt der Opa angelaufen mit seiner Glatze. Aus seinem Schlips. Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Bei so einem Passspiel ist es so unmöglich, Digga, bei mir. Bam, 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 bam. Da ist der, geht da rein. Ja, Torwart war noch halb da mit dem Fingerspitze oder so dran. Ey, wollen wir das letzte bisschen noch absolvieren? Ja. So dumm, Alter. Ja, es ist so. Vor allem, warum wurde ich nur noch fucking nochmal ausgewechselt? Das Spiel ist eh gleich vorbei. Ich hab mich verarscht, dass der Typ sich wählt, der jetzt wegen für dich noch eingewechselt wurde. Ne? 10 Jahre oder ein paar Sekunden noch. Ich bin verarscht, was ich fühle. Du freust dich, dass du eingewechselt wirst. Hättest du dran bist, dann ist minutenlang keine Pause. Ne? Ja. Und dann bist du einfach, und dann stehst du einfach noch da, nachdem du endlich eingewechselt werden darfst, ne? Ja. Du musst dir vorstellen, dafür kriegt er noch Gehalt, dafür, dass er einfach nur da stand. Ne? Ja. Stimmt, mein Vater hat nur fürs Auftreten damals, der war schon so gut, der musste nur auftreten. Ja. Hat er 50 Euro gekriegt. Also ja, 50 es ist D-Mark doch auch so. Damals. Es ist doch auch so, du kriegst doch pro Woche Gehalt. Ne? Und bestimmt kriegst du im echten Dings auch pro Spiel, was du teilnimmst, auch nochmal extra Dings. Ne? Ja. Du sollst bei so einem Ligaspiel. Hier, dafür, wenn du ne? Trainer bist, kannst du einstellen für den Torwart zum Beispiel. Für jeden, also 20%, also du bezahlst 100 Euro, kriegst du als Gehalt, als Torwart. So in der Woche, glaube ich. Und davon 5, 10, 15 oder 20% kannst du davon nehmen, als Bonus, wenn er eine Parade macht oder sowas.